Und damit herzlich willkommen zum NASA-Simulator oder anders gesagt, das Space Mechanic Simulator. Für das Spiel habe ich den Key vom Entwickler bekommen, damit ich mir das mal ansehen kann. Und das war auf meine Anfrage hin, denn auf den Bildern her sah es ganz interessant aus, da mal als Astronaut bei der Raumstation Sachen zu flicken, ein bisschen Handel zu betreiben etc. Es ist natürlich keine super realistische Simulation, aber wenn man sowas mag, dann wäre vielleicht das Spiel genau das Richtige. Und das finden wir jetzt eben angezockt mal heraus, wie das Spiel denn so ist. Die ersten paar Missionen habe ich schon gemacht. Da geht es dann primär um die Bewegung, wie man was macht, wie mache ich was auf etc. Und genau da knüpfen wir an. Man macht in dem Spiel quasi Lizenzen, indem man dort Tutorials macht. Und je höher die Lizenz ist, umso mehr Missionen kann man machen. Wir gehen in den Szenario-Modus und sagen hier einmal laden. Na, Spiel an. Ja, das funktioniert ja schon mal gut. Spiel an. Dann sagen wir halt ansonsten hier Start. Oder so. Ja, okay. Er würde jetzt hier unser Standard-Tutorial gleich mal starten. Das wollen wir jetzt aber nicht. Ich werde jetzt mal versuchen, ob ich Spieldaten über das hier machen kann. Ja, wunderbar. Wir gehen jetzt erstmal in den Mission Hub. Sorry, dass es jetzt irgendwie nicht anders geht. Interessant, dass das über das Hauptmenü nicht geht. Und suchen uns hier eine Mission aus. Also ihr seht da erforderliche Lizenzen, M1, M1, D3. Und das macht man quasi mit den ganzen Missionen. Wir machen diese Mission hier. Da steht drin, diese Schulung beinhaltet die Verwendung ihres Palmtops zur Diagnose von Problemen und die Arbeit mit Diagrammen. Mission akzeptieren und starten. Willkommen zu einem ersten Diagnosekurs. Es gibt vieles neu. Okay, das war schnell weg. Okay, wir müssen erstmal zu TG3 da hinten. Das ist unser Space Shuttle hier. Ich weiß noch nicht, ob wir da Sachen noch reintun werden. Mal sehen. Wir haben Sauerstoff und Energie. Das können wir hier beim Shuttle da vorne aufladen, wenn wir es brauchen. Aber wir gehen jetzt da drüben zur Raumstation. Gesteuert wird mit WASD, alternativ auch mit dem Controller. Mann, ich bin eigentlich so gar kein Fan von Weltraumsteuerung. Es sind einfach zu viele Richtungsmöglichkeiten. So. Halbwegs in der Position bleiben. Wir machen mal die Taschenlampe an, das geht da rechts oben. So, und jetzt müssen wir hier das Panel aufmachen. Er hat uns jetzt fokussiert, nachdem ich es angeklickt habe. Mit mittlerer Maustaste kommen wir zu diesem Menü. Und dann haben wir hier den Schraubendreher. Dann können wir hier die Sachen erstmal wegnehmen. So. Gibt dann auch Punkteabzug, wenn wir hier Sachen vergessen, wieder reinzutun. So, ohne Werkzeug. Und weg ist es. Wir wollen erörtern, wie Pumpen funktionieren und wie sie diagnostiziert werden können. Bevor Sie mit dem Bausatz arbeiten, ist es in der Regel am besten, zuerst ein Diagramm herunterzuladen. Das können Sie mit Ihrem Palm tun. Wählen Sie jetzt aus dem Menü für Werkzeuge aus. Okay, mit dem Teil müssen wir hier arbeiten. Interessant. Palmtop. Sie können den PDA in einen integrierten Bildschirm umwandeln oder oben und unten und Enter verwenden. Wählen Sie im PDA-Menü R-Codes kennen. Okay. Und dann klickt man den mal hier an. Alles klar. Und wir haben hier ein Diagramm. Okay, Ihr Scanner ist betriebsbereit. Sehen Sie das Etikett auf der Rückseite des Training-Kits. Weisen Sie darauf und die Haftung linke Maustaste oder rechte Seitentasten unten hin, indem Sie den Code scannen. Ja, das haben wir ja. Gut, Ausgang. Achso, da haben wir ja noch so einen QR-Code. Okay, wir wissen, dass bei TST2 das reinkommt und TST1 geht es wieder raus und da habe ich wieder Mikrocontroller funktioniert. Okay. Nachdem Sie das Diagramm heruntergeladen. Was? Also mit B. Okay, also ja, mit B kann ich es dann wieder anzeigen lassen. Okay. Ja, ist klar, wir können es neu zuweisen. Wir sagen jetzt mal zurück. Lassen Sie uns das Etikett auf dem Schaltkasten Test EW1 scannen. Achso.
Da war ich wohl ein bisschen zu schnell. Fallkastenpläne enthalten in der Regel auch Objekte, die von dem Kasten gesteuert werden. In diesem Diagramm sehen wir zum Beispiel, dass die Test-P-Pumpe an den Anschluss PM1 im Schaltkasten angeschlossen ist. Dieser Anschluss ist mit dem Anschluss A3 der programmierbaren Steuerung Test-EP verbunden. Das bedeutet, dass die Pumpe von diesen SPS gesteuert wird. Jo, ich sehe schon, das wird ein bisschen komplexer hier. Also, wir öffnen sie. Öffnen Sie nun diese Box und schalten Sie die Test-IP-Steuerung aus. Okay, nur für Fachpersonal. Das heißt, wir brauchen unseren... Öffnen Sie nun diese Box. Ja, ich will ja... Ich will das Teil hier weghaben. Komme ich aus dem... Komme ich aus dem Ding jetzt hier wieder weg? Ah, so, jetzt. Schraubendreher. Schrauben bitte lösen. Und dann hätte ich gern kein Werkzeug. Okay. Wo ist die Test-IP-Steuerung? Das ist. Ach, da. Da ist das jetzt auch noch mitbeschriftet, wo was hingeht. Ah, ich glaube, das wird kein Entspannungsspiel später. So, Reset-Taste. Ist jetzt aus? Nee. Also. Bin mir nicht sicher. Achso, Schraubendreher. Schraubendreher. Okay. Die Pumpe wird nun aufhören zu arbeiten. Schauen Sie auf die Vorderseite der Pumpe. Auf der Pumpe, dort ist ein Etikett. Können Sie sehen? Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem PDA. Okay, dann gehen wir hier wieder ohne Werkzeug. Das ist ja überall ein QR-Code. Ich habe das immer überhaupt nicht übertrieben damit. Helmtop, QR-Code scannen. Den da. Okay, da sehen wir jetzt einen Zustand, paar Drehzahl etc. Wenn Sie eine mechanische Komponente scannen, zeigt bitte ein Bildschirm mit Live-Informationen über den Status dieser Komponente. Okay. Bleiben Sie auf diesem Bildschirm und setzen Sie das Test-IP-Steuerung zurück. Es dauert etwa 2 Sekunden. Okay, wir sollen das ganze Teil wieder starten. Klicken wir hier mal auf den Button. Und siehe da, es dreht sich wieder. Scannen Sie jetzt das Test-2-Rohr. Wir wollen dann vermutlich sehen, dass wir hier irgendwie Durchfluss haben. Diese Druck haben. Okay, ja, haben wir gemacht. Machen wir hier. In jedem Rohr befinden sich 2 Sätze von Sensoren. Ein Satz am jeden Ende. Wenn Sie einen Unterschied in dem Mess... Der Text ist einfach viel zu schnell weg. Okay. Rohr Nummer 1. Ja, da ist de facto nichts. Sprich, hier müssen wir mal aufmachen. Okay. Dieses Engel versucht, die Bindungspumpe die Substanz zu pumpen. Ich glaube, ich probiere es gar nicht vorzulesen. Öffnen Sie das Ventil wieder und beobachten Sie die Anzeige auf dem PDA. Jetzt wieder zumachen. Okay. Öffnen Sie nun das Diagramm des Schaltkastens Test EB1 und scannen Sie bei Bedarf den QR-Code auf dem Deckel oder im Inneren des Kastens erneut. QR-Code scannen. Da ist kein QR-Code. Wo willst du, dass ich das kenne? Ach so, da im Inneren. Okay, alles klar. Lassen Sie uns einen Moment über die Antenne sprechen. Das wird Ihnen helfen, die Diagramme zu verstehen. Erstens, Antennen senden und empfangen Signale. Diese Antenne liefert das empfangene Signal an den ARC-Anschluss. Dieses Signal wird an den A3-Anschluss des Test-ATR-Steuerung weitergeleitet. Oh. Okay, also ich dachte eigentlich, das Ganze ist wesentlich einfacher. Aber okay, da darfst du jetzt auch Diagramme lesen. Diese Steuerung wandelt das empfangene Signal in Daten um. Die Daten werden dann über ein Kabel, das zum RS3-Anschluss führt, an den Bordcomputer gesendet. Okay. Wenn der Bordcomputer Daten senden möchte, verwendet er denselben RS3-Anschluss, der zur Test-ATR-Steuerung führt. Die Steuerung wandelt die Daten in ein Antennensignal um und projiziert dieses Signal an Anschluss A2. Jo, vom Anschluss A2 wird das Signal in den ATR-Anschluss und Antenne eingespeist und ausgesendet.
Boah, das ist kompliziert hier. Ich glaube, wir werden auch zum Mechatroniker. Also es ist nicht kompliziert, aber es ist umfangreich. Und das ist noch nicht alles. Viele Antennen müssen richtig auf ihre Ziele ausgerichtet werden und haben in der Regel zwei Armsteuermotoren, die heute auch wieder gesteuert werden. Der Bordcomputer verfügt über die Navigationsdaten, die zur Berechnung der Armwinkel benötigt werden. Wenn ein Arm auf einen bestimmten Winkel eingestellt werden muss, sendet er Daten über die Anschlüsse. Hab mich tot. Okay. Wenn sie die SPS den Winkel des Arms ändern will, senden sie eine positive oder negative Spannung an den Motor. Der denn heusch. Ich glaube, die nehmen das jetzt wirklich mal hier einmal komplett auseinander, wo hier was hingeht. Sie können experimentieren und den Control. Ach, dieser Text. Naja, okay. Jedenfalls haben wir jetzt unsere Lizenz. Wir gehen jetzt mal hier wieder raus und sagen hier mal ohne Werkzeug und werden das Ganze hier mal wieder zurückbauen. So, und tun die Schrauben hier mal wieder rein. Weil sonst gibt es hier Minuspunkte. Gut, dann glaube ich einmal hier fertig. Also wir wissen, wie man Schaltpläne lesen soll. Und ich hoffe, das brauchen wir so schnell nicht nochmal. Gut, wo ist unser Raumschiff? So, achso, warte mal, die ganze Platte müssen wir hier noch anbringen. So, da. Fast vergessen. Schraubendreher. So, einmal da. Einmal da. Und da unten. Gut, machen wir das. Wegfliegen. Wo ist unser Hub? Da. Okay, und wir haben auch immer so viel Energie. Ich hätte ja auch nichts dagegen, mit dem Space Shuttle hier ein bisschen rumzufliegen. Jo, bremsen. Bremsen haben wir gesagt. So, da runter bitte. So, und einmal auffüllen. Ja, langsam geht's mit der Steuerung. Jo, einmal Wireless chargen. Sehr gut. Holen wir uns mal die nächste Mission. Missionen. Ortung der Diagnostik. Oh nee, Diagnostik machen wir jetzt nicht nochmal. Wir brauchen da die 3. Wir machen Wartungsstufe 2. Was anderes. Okay. Aktuelle Mission noch aktiv. Achso, warte mal. Jetzt mal hier mal abschließen. So. Passt. Sehr gut. Verfügbar. Wartungsstufe 2, Diagnostikstufe 2. Können wir alle noch nicht machen. Was haben wir hier? Ich muss mal pinkeln gehen. Etwas ist undicht. Prüfen Sie, ob es nicht ein Rohr ist. Okay. Machen wir das mal. Rohr mit 40 cm Radius und 10 reparieren. Ah, jetzt ist es ein Satellit. Machen wir mal Licht an, aber weil wir brauchen es eh nicht. Wir brauchen es erst, wenn wir hier was ansehen wollen. Ja cool, das wusste ich nicht, dass sich auch hier die Objekte verändern. Aber macht irgendwie Sinn. Zwecks der Abwechslung. So, bremsen. Jetzt die Platte hier sein. So, ein bisschen näher noch. Oh, wie viele Schrauben sind denn das hier? Okay, andocken. Wir brauchen einen Schraubendreher. Mach mal auf. Oh, das klingt wie so ein Teil von der Formel 1. Gut, ohne Werkzeug. Was haben wir denn da? Oh shit. Das ist ein Diagnostik-Ding. Muss ich da... Ich glaube, ich tue mal lieber scannen. Helmdop-Quercode scannen. Ja, da, komm.
Okay, das Teil dreht sich. Also mal hier. Da ist auch Druck drin. Also mal da. Ja, Flowchart. FPV, so. Ja, okay. Das ist ja überschaubar. Zurück. Können wir hier drehen? Nochmal scannen hier bitte. Hallo? Also, Moment. Okay, wir müssen das Teil da irgendwie abschalten. Können wir das irgendwo abstellen? Oder wir drehen da oben mal zu. Okay, jetzt ist da zu. Einmal das hier scannen. Und das wird immer kälter. Eine Kolbenpumpe. Wir werden das jetzt mal hier trennen. Zurück. So, Palmtop. Ne, Moment, ohne Werkzeug. Und wir brauchen jetzt den Schlüssel, damit wir das hier wegkriegen. Na komm. Du musst halt effektiv da mit der Maus so nach oben und unten gehen. Hallo? Das letzte? Halt, nach oben. Okay, kriege ich das? Achso, da brauche ich noch einen Schraubendreher. Das kommt jetzt mal weg. Das kommt weg. Und Schraubendreher. Wir. Doch nicht? Okay, das Rohr ist weg. Rohr mit 40 cm Radius sind 10 reparieren. Mit Tab persönlich interagieren. Ach, da sehen wir es ja auch. Das ist beschädigt. Also, wenn wir hier mal wegfliegen, wir lassen das offen. Und hoffen, dass hier. Nee, ich sagte wegfliegen. Dass hier währenddessen nichts kaputt geht. So, Taschenlampe wieder aus. Bisschen mehr Sonnenlicht wäre natürlich schön. Ich weiß nicht, ob dieses Atmen auf Dauer ein bisschen nervig wird. So. Einmal da runter, bitte. Alter. Nein. Dachte runter. Ich hasse Weltraumsteuerung. Dahin bitte. Oh ja, okay. Was zum... Ich muss mal kurz unterbrechen. Okay, da bin ich wieder und das war jetzt gerade Aufregung. Es hat gerade zweimal richtig laut geknallt, inklusive dass der Boden vibriert hat. Und da hat sich herausgestellt, da gibt es Jubiläumsstadtfeier und da schießen sie mit Kanonen. Ja. Spannend. Oh, Aufregung. Weiter ins Weltall. Inventar. Jetzt schauen wir mal. Deine Gegenstände. Deine Defekt. Schrauber für Standard. Reparieren, recyceln, Kunststoff. Wo ist denn... Ach da, das Rohr. Einmal reparieren. Zu wenig Ressourcen. Transfer von Ressourcen, deine Ressourcen, Raumfähre Ressourcen. Mit, also was genau brauche ich zum Reparieren? Aluminium und Stahl, so wie es aussieht. Aluminium, Gummi und Stahl. Also es drucken 6-3. Element drucken. Vielleicht machen wir das so. Rohr mit 40 cm Radius und 10. Das ist eigentlich nicht möglich. Also Aluminium 25,19. Aluminium 25. Das ist ja viel zu viel. Ich möchte das irgendwie fein einstellen. Jetzt machen wir es einfach mal so. Ach, wir kaufen jetzt einfach mal ein bisschen. So, meine Gegenstände. Was braucht mir noch? Stahl 62. Okay, dann mal hier.
Kaufpreis 600. Ach, das ist teuer. Meine Gegenstände. Kann ich es jetzt reparieren? Ja, hat wieder 100%. Sehr gut. Dann sind wir hier verlassen. Womit jetzt sind wir noch eine CG3 durchführen. Ja, ist klar. Wir gehen jetzt wieder retour. Und später soll es dann halt auch so sein, dass wir halt Sachen recyceln und dann kriegen wir halt so wieder Geld. Aber alles, was wir an Materialien benötigen, müssen wir quasi vom Schiff abkaufen. So, wieder da runter. Wunderbar. Ja, Status schaut auch noch sehr gut aus. Bisschen langsamer. Mal hier drehen. Zurück bitte. Und dahin. Taschenlampe. Dankeschön. So, dann wären wir hier wieder dran. Einmal das hier. Einmal das hier. Hallo? Und dann das hier wieder ran. Dann diese Halterung. Einmal und zweimal. Und dann brauchen wir den Schlüssel wieder. Mal wieder rein hier. Sehr gut. Und dann fehlt noch der letzte. Na komm. So, halt. So, perfekt. Und dann sollte man das eigentlich wieder aufmachen können. So, machen wir auf hier. Hab ich jetzt auch wieder zugemacht. Ich muss mal mit dem PDA mal gucken. On top. So, 3,39, 3,39 und hier oben 3,39. Ja, ich glaube, wir haben es repariert. Sehr gut, dann müssen wir jetzt eigentlich ohne Werkzeug nur noch das Teil hier ranmachen und die Schrauben wieder reinmachen. So, bitteschön. So, Mission abgeschlossen. Wir gehen wieder zurück. Also ich denke, so viel zwischendurch kann sicherlich entspannend sein, gewisse Missionen hier zu machen. Aber manche, glaube ich, haben es dann schon ganz schön in sich, vor allem wenn das dann mit den Schaltplänen kommt. Du da dann nachvollziehen musst, was hier was irgendwie macht. Wenn du das dann anständig reparieren kannst. Mal schauen, was die nächste sagt. Vielleicht machen wir doch Diagnose 2. Um zu sehen, wie tief das dann geht. So, bremsen. Nur nicht so schnell. Und dann gehen wir einmal hier zur Tankstelle. Ups. Sorry. So, komm, da rein. Ich schaff das, ich schaff das. Ah! Eis, wir sind voll. Also, ab zum Monitor. Zum persönlichen Hub. Yes, wir sind drin. So, das können wir hier mal recyceln. Kann ich das nicht recyceln? Dann halt nicht. Missionen. Problem mit der Stromversorgung. A3M1. Da fehlt mir was. Okay, machen wir mal Diagnostik. Wartung. Ne, machen wir Diagnostik Stufe 2. Mission akzeptieren. Achso, die aktuelle ist noch aktiv. Sorry. Abschließen. So. So, Diagnostik 2. Geht's jetzt? Dankeschön. Wir kommen zur zweiten Stufe der Diagnostikschulung. Wie viel schlimmer kann es wohl werden, wenn das erste schon so ins Detail gegangen ist? Oh, bloß nicht zu schnell. Ist das das gleiche Panel wieder? Ja. Es wirkt ein bisschen anders.
zwei, drei Schraubendreher und Licht hätte ich gern. Sind die Schrauben da? Einmal weg damit. So. Also da die Kamerasteuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, ist genau das gleiche. Nimm deine Infrarotkamera aus dem Werkzeugkasten. Ja-Kamera. Infrarotkamera verfügt über drei Grundmodi mit konfigurierbaren Einstellungen. Mit dem Tasten an der Kamera können Sie einen Modus auswählen und die Parameter anpassen. Verwenden Sie die Taste M1 auf der Vorderseite der Kamera, um den Modus zu wechseln. Okay. Gut. Das ist der grundlegende Betriebsmodus. Die Kamera zeigt Temperaturen innerhalb des eingestellten Bereichs an. Temperaturen, die außerhalb des Bereichs liegen, werden in Blau und Weiß angezeigt. Wenn Sie zu viel oder zu wenig Blau sehen, stellen Sie die Mindesttemperatur ein, indem Sie die Taste L1 oder 2 auf dem Bildfeld ändern. Ui, das ist ganz schön im Vergleich. Also zu viel Blau. Okay. Nicht mehr so viel Blau. Da ist warm hier drin. Das ist im Prinzip, wo, ja, Wärmebildkamera halt. Okay. Lassen Sie uns ein wenig experimentieren. Schließen Sie jetzt das Test-V-Ventil. Wo ist das? Ach, da. Schauen wir mal. Beobachten Sie nun die Pumpe und die Rohre. Sie werden feststellen, dass sie immer kälter werden, weil kein Durchfluss vorhanden ist. Natürlich ist das Ventil nicht das Einzige, was den Durchfluss stoppen kann. Ein verstopftes Rohr tut dasselbe. Ah, okay. Ein Infrarotkamera kann sich als nützlich erweisen, um Probleme zu lokalisieren, indem man einfach den Temperaturunterschied zwischen den verschiedenen Rohrabschnitten beobachtet. Ist gar nicht mal so blöd. Werfen Sie einen Blick auf den Schaltkasten des Test EB1. Sie können sehen, dass die Geräte im Inneren funktionieren, denn Sie können Wärme auf dem Deckel erkennen. Das bedeutet zwar nicht, dass die Geräte richtig funktionieren, aber zumindest wissen wir, dass sie kein Stromproblem haben. Ja, haben wir gesehen. Da, Wärme. Nur die Batterie da oben ist kalt. Stellen wir uns das an, die anderen Mode an. Drücken Sie die M1-Taste für Infrarotkamera. M1. Dieser Modus ist nützlich, wenn Sie in einem bestimmten Temperaturbereich suchen. Sie können eine erwartete Referenztemperatur festlegen und alles, was diese Temperatur hat, wird weiß sein. Und Objekte mit anderen Temperaturen werden anders eingefärbt. Okay. Alles klar. Sie können nun mit den Einstellungen experimentieren. Gehen Sie mit dem Modus FOV ändern, wenn Sie fertig sind. Ah, okay. Prüfen wir nun die anderen Betriebsmodi. Drücken Sie R2, um dem Kamerabedienfeld, um die Referenzmodus zu wechseln. Wo ist das? Ach, da. Ah, Modus wechseln. Der Messmodus hat keine Einstellungen. Er zeigt Ihnen einfach den genauen Temperaturmesswert in der Mitte des Bildschirms an. Das ist nützlich, wenn Sie einen bestimmten Wert sehen wollen. Ja, das ist, glaube ich, eh Standard, ne? 35 Grad hier draußen im Weltall. Okay. Ja, das war's. Wir wissen jetzt, wie eine Infrarotkamera funktioniert. Dann das Ventil hier wieder aufmachen. Dann sollte das eigentlich hier wieder warm werden. Hoffe ich mal. Hallo, bist du warm? Hallo. Ja, es wird warm. Sehr gut. Also, hier Kamera weg. Also ohne Werkzeug. Machen das hier wieder zu. Und dann hätten wir hier die Lizenz gemacht. Also, Schraubendreher. Also da hätte ich irgendwie gern einen Button mit Mission abschließen, ohne wieder zurückzukehren. Das wäre noch so ein Quality of Life Ding. Also, Retour. Ich dachte eigentlich, das ist ziemlich oberflächlich, was man hier so repariert und macht. Aber der scheint sich halt wirklich gut Gedanken gemacht zu haben, was man hier so anstellen kann. Ich meine, das Ding kostet auch fast nichts. Also von daher, wenn man da so ein bisschen im Weltall rumgeistern will, glaube ich, macht man da nichts falsch. Okay, Mission abschließen. Yes! Gut. Das wären... Warte mal, was machen wir hier? Eine triviale Drohnenaufgabe. Problem mit der Stromversorgung. Ach komm, machen wir das mal. So.
Also, Akkumulator reparieren in CP2. Neuer Satellit. Und schauen wir doch mal, was das Problem ist und fixen das mal. So, vielleicht ein bisschen nach unten. Astro Opticon. Leider nicht die NASA. So, da bitte ran. Dankeschön. Yes. So. Schraubendreher. Einmal aufmachen. Und vielleicht Licht anmachen. Gut. Achso, dann machen wir das Werkzeug hier. So, Akkumulator, ich bin Akkumulator trennen. Das kann ich einfach rausnehmen. So, der hat 0%. Da müssen wir dann schauen, dass die Elektrik wieder angeht, weil das war im Tutorial so. Da habe ich den rausgetan und dann ist die Elektrik nicht mehr richtig angesprungen und dann muss man manuell einen Reset machen. Das muss man halt überprüfen, bevor man halt die Mission abschließt, was ganz zum Schluss halt ansonsten Abzug gibt, wenn man Sachen halt vergisst oder nicht sauber macht. Was ja auch ganz cool ist. Ich bin immer schon gespannt auf den Train Mechanic Simulator 2, wenn er dann irgendwann mal kommt. Also die neue Version war ja, glaube ich, für das Jahr angedacht. Hallo? Ich möchte gern dahin. Bitte, danke. Ah, ich und Weltraumsteuerung. Das wird in Starfield noch super werden. Okay. Inventar. Akkumulator. Was brauche ich dafür? Kupfer, Kunststoff und Gummi. Kupfer, Kunststoff, Gummi. Kupfer, Kupferstoff. So, Handel mit Ressourcen. Wie viel habe ich? Naja. Ich nehme jetzt da mal 130. Lass mich nochmal nachgucken. Ja, ich weiß. Was sind. Achso, meine Ressourcen da. Kupfer. Ja, Kupfer haben wir nicht. Und mit Elementen. Kupfer. Toller Spaß. Meine Gegenstände. Geht's jetzt? Yes! Ist wieder repariert. Na dann, raus hier. Und runter da zum Satelliten. Eigentlich wäre es ja witzig, mal herauszufinden, was passiert, wenn man ewig lang Richtung Erde fliegt. Ob es da vielleicht ein Easter Egg gibt oder sowas ähnliches. Oder Achievement. Versucht die Landung auf der Erde. Oh. Zu viele Achsen. Ich will dahin. Mich dahin. Hallo. Dahin, bitte, danke. So. Dann wären wir wieder da. Ja. Wir dürfen das alles hier wieder einschalten. Eigentlich ist die Abdeckung da. Eigentlich wieder hier rauf. Reset. Das wird jetzt hier eh alles anzeigt. Na? Ah, jetzt. Okay, ja, dann glaube ich, war's das. Einmal hier rauf. Und einmal die Schrauben ran. So, und dann das Teil brauchen wir noch die Dinger da. Okay. Abdeckung, Schraubendreher.
Oder man lässt genau diesen Schritt eigentlich aus am Anfang, weil es ist eh der langweiligste. Mission abgeschlossen. Runter zum Hub und dann schauen wir mal, ob wir das sauber jetzt hier wieder eingeschalten haben oder ob es eine Strafe gibt, wenn man es jetzt, weil ich vielleicht irgendwas übersehen habe. So, einmal drehen, Dankeschön. Einmal schweben wie ein Astronaut, das wäre doch schon mal was. So, runter, bitteschön. Na komm, ein bisschen näher. Sehr gut, Missionen. Mission abschließen. Okay, keine Strafe. Geile Sache. Ja, also, ihr seht, wie das Spiel ungefähr aufgebaut ist. Man macht hier immer mehr Freischaltungen für Lizenzen, macht dann schwierige Aufgaben und hat Spaß hier im Weltall. Also, ich glaube, das, wenn das mit dem Diagramm kommt und dann da raus, also wirklich rausfinden musst, okay, die Steckverbindung funktioniert nicht, das muss ich reparieren, muss das dann resetten oder das ist falsch angesteckt. Ja, Puzzlespiel ein bisschen schwieriger. Ich für mich, ich weiß nicht, ob die ganz schweren Sachen, ob das dann spannend ist, ob man das dann nicht eher stressen würde. Aber ich glaube, wer auf das Ganze steht, oder da im Weltall, für den, glaube ich, könnte genau das Richtige sein. Schaut euch mal an. Der Link zum Spiel ist in der Videobeschreibung. Gerne euer Feedback in den Kommentaren und dann würde ich sagen, guten Flug, bis bald. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.